Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Captain America Super Soldier. Ich bin Marv und wir werden uns jetzt hier einfach mal umschauen, was uns hier noch so erwartet. Ich warte auf große Gegner. Oha. Dugan, unser Freund. Er ist zu schwach zum Gehen. Das haben sie in der letzten Folge gesagt. Ich muss ihn irgendwie retten. Es wird Zeit, dass ich Dugan da irgendwie raushole. Kann ich da unten irgendwie lang? Was geht denn da hinten ab? Da geht's ja richtig ab. Keine Zeit zum Gucken. Keine Zeit zum Gucken. Captain. Boah, da drin ist der dickste Kampf. Seid ihr vielleicht so weiter, so sehr miteinander beschäftigt, dass ich mich hier um den einfach kümmern kann? Nee. Das geht nicht. Dann schalte ich dich erstmal aus. Ganz gemütlich. Ich auch. Gute Nacht. Jetzt haben wir nur noch den Dicken hier. Für Hydra. Hydra. Die einen sagen Hydra, der nächste sagt Hydra. Ich glaube, die sind sich selber nicht ganz sicher, wie sie das Spiel am liebsten aussprechen wollen. Wie sie die... Oh, schnell, Y. Der hat gesessen. So. Komm schon. So, den hat's zerrissen. Das muss reichen. Dugan. Halten Sie still, Dugan. Gleich sind Sie frei. Sind Sie verletzt? Nicht annähernd so, wie diese Hydra-Teufel es sein werden, wenn ich sie zu fassen kriege. Wissen Sie, wo Falsworth ist? Er war vor knapp 5 Minuten auf diesem Tisch. Betäubt. Gott weiß, was sie mit ihm tun wollten. Diese Hexe Madame Hydra lief mit ihm weg, als der Alarm losging. Bevor wir ihm folgen, müssen wir die Pulskanone unschädlich machen, die sie abgeschossen hat. Sonst sind unsere Flugzeuge ein leichtes Ziel. Wieso können wir nicht beides tun? Wir sind doch zu zweit, oder? Sie suchen Falsworth. Ich kümmere mich um die Kanone. Allein? Ich werde nicht allein sein. Mein kleiner Freund hier begleitet mich doch. Oh. Wohin hat sie ihn gebracht? Zum Lastenaufzug. Wahrscheinlich der beste Weg nach oben. Gehen wir. Na dann mal los. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Boah, so viele auf einmal gleich. So, und... Zack. Solange unsere Superleiste aufgeladen ist, das ist die blaue Leiste unten auf der linken Seite, die ihr sehen könnt, können wir... Was geht ab? Warum? Ah! Das ist mein Schild, wisst ihr ja wohl. Oh oh. Nein! Was tut ihr? Die machen mich noch fertig hier, die Schweine. So. Wie schon gesagt, wenn die blaue Leiste aufgeladen ist. Oh. Dann kann ich die relativ schnell ausschalten. Aber nur wenn. Das wird jetzt ganz schön schwierig hier. Im richtigen Moment. Cap. So, der ist auch erledigt. Ich muss nur einmal an die Rand kommen, meine Kollegen. Nein, nein, nein. Das muss doch klappen hier. Na komm, komm. Der geht zurück an den Absender und du kriegst jetzt voll... Wunderbar. So, jetzt hat Dugan natürlich schon einen ordentlichen Vorsprung. Aber das müssen wir jetzt... Das kriegen wir schon irgendwie hin. Naja, schau, da hinten wartet er sogar auf uns. Das ist sehr nett, lieber Dugan. Mr. Dugan. In Dugi Dugna. Hier, warte. Dossiers. Dossier... Captain, das sind Dossiers. Oh, gegen zwei. Wenn Sie denken, ich ginge ohne Sie, sind Sie verrückter als Sola.
Anders geht es nicht. Wir müssen beide Enden sichern, sonst können sie uns einschließen. Guter Einwand. Ich schicke ihn wieder runter. Wir sehen uns oben. Na dann aber zackig. Oh! Boah, der ging gerade nochmal zurück hier. Und so viele kleine auch noch. Der kennt auch nichts, der geht sogar auf seine eigenen Leute los. Bin ich gut. Oh, wie soll ich das denn machen? Das wird ja richtig, richtig spannend jetzt hier. Kannst du nicht mal dem irgendwie in den Rücken schießen oder so? Jetzt trifft er mich gerade, wo ich den gerade... Nee, das wird doch nix. So. Hey. Ganz schlechte Idee. Wow. Geh, Captain, was tust du? Boah. Was macht er denn? Was tut er denn? Boah. So kann ich nicht arbeiten. Die ganze Geschichte von vorne, ey. Der blöde Aufzug wird nicht eher da sein, wie die Leute hier noch am Leben sind. Das kann ich euch versprechen, Leute. Wie war das mit drei Zielen abprallen? Du bist so schnell oben gewesen, der muss doch jetzt relativ schnell wieder nach unten kommen. Nein. Oh, jetzt schießt der andere noch da auf die Fässer und ich bin kaputt. Ausgezeichnet. Nein! Boah! Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Der kennt nichts. Der tötet seinen eigenen Kollegen und haut mir locker eine rein. Diese Rakete, da komme ich auch nicht gegen an, ne? Oh ja, genau, die Dossiers nehmen wir einfach mit, mitten im Kampf. Ist ja kein Problem. Ey, ich kann nicht nah an den ran. Dann müssen wir es so machen. So, und nochmal, und nochmal. Jetzt hat er wieder nichts. Jetzt, nein. Boah. Mach ihn halt fertig hier. Das kann doch nicht so schwierig sein. Jetzt hocken die da zusammen, die beiden Spezialisten. Oh, ist er kaputt? Er ist K.O. Wieso auch immer, er ist K.O. Jetzt haben wir nur noch den einen hier. Mein Schild! Oh, ich wollte schon sagen. Backt das da voll rum. Nein, spring! So. Jetzt stehst du, glaube ich, nicht mehr auf. Ja, bis bald. Das war jetzt eher ein Krampf als alles andere. Hätte so schön sein können. Freigeschaltet. 15G im Labor. Hoffentlich kommt der Strucker nicht nochmal vorbei. Aber der muss ja überlebt haben. Also der hat ja... Der hat mich da ja runtergeworfen. Ich bin ja auch wieder aufgestanden. So, wollen wir mal gucken, wo wir jetzt hier als nächstes weiterkommen. Forsworth! So nah und doch so fern. Was, Captain? Hat er gerade seinen Kumpel abgeschossen? Nee, der lebt noch. Schnell! Der sieht aber nicht so wahnsinnig ich gut kann aus. Nicht schießen. Packen Sie, Cap. Wird gemacht.
Tja, wie kommen wir da jetzt rüber? Dugan, über uns! Ach nee. Abs im Griff, Herr. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Bin mir nicht sicher, ob du das im Griff hast. Eine ganze Menge an Soldaten, die jetzt hier kommen. So. Na, der hält den doch ganz gut in Schach. Wie viel der aushält, wie viele Treffer. Packen Sie sie. Ich habe noch eine Rechnung offen mit der Kanone, die uns abgeschossen hat. Oh, wieder so einer. Die mag ich ja überhaupt nicht, diese Typen, ne? Ich mag diese schweren Soldaten sind sowieso nicht so meine besten Freunde. Sind wenigstens mal Leute, so richtige Gegner. Das ist ja auch wieder richtig irgendwo, aber es ist ganz merkwürdig. Ich bin auch gar nicht weiter darauf eingegangen, dass ich in einer der letzten Folgen, oder war das sogar die letzte Folge? Ich glaube, nee, es war eine der letzten Folgen, dass ich so ein Keramikhähnchen gefunden habe. Ich weiß nicht, was das ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was dieses Keramikhähnchen irgendwie zu bedeuten hat. Ob das was zu bedeuten hat. Was der Sinn dahinter ist. Das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Secret, was man finden kann. Irgend so ein kleines Extra. Oh, wieder ein Tagebuch. Naja, dann schauen wir da mal wieder rein. Ach, wir können uns noch ein Upgrade holen. Das ist natürlich super. Drücke X nach einem Konter. Den nehme ich dann gleich mal. Kräftiger Schlagen ist toll. Clever Schlagen. Ist richtig toll. Warte, ich habe da noch ein Tagebuch. Das wollte ich mir auch noch anschauen. Kräftig Schlagen ist toll. Clever Schlagen ist am besten. Der Skull hatte weitere abscheuliche Leutnants herbefohlen. Darunter ein junger Bursche, angeblich ebenfalls Baron, der sich aber von dem Skull und Sola wie ein Knecht herumkommandieren lässt. Und diese Frau... Die Baronessen von früher würden angesichts ihres männlichen Gehabes und der skandalösen Kleidung in tödliche Ohnmacht fallen. Nur schwer kann ich diese beiden ertragen. Sollten sie mich verärgern, werden sie es büßen. Naja, Frauen in strenger Kleidung sind auch nicht mein Fall. Da kann ich den Lieutenant Mr. Zemo natürlich verstehen. Aber in Ohnmacht fallen tue ich nicht, aus dem Alter bin ich raus. Und Captain hier, der erledigt die ganze Geschichte sowieso wie so ein Gentleman. Für ihn ist das gar kein Problem. Was ist das? Goldene Statue. Falkenstatue, okay. Schon wieder ein Tagebuch freigeschaltet, war doch gerade erst eins. Ich kann doch jetzt hier nicht schon wieder so eine Tagebuchfolge machen. Na gut, die letzte Tagebuchfolge ist schon sehr lange her. Die war am Anfang mal. Ich hatte erwartet, dass Sola, kleiner Junge, der er ist, toben würde, wenn man seine Versuche untersagte. Doch er zeigte Charakter, den ich ihm nicht zugetraut hätte. Er versenkte sich mit unbändigem Eifer in die Zemo-Bibliothek. Die gesammelte Weisheit meiner Vorfahren kann für jemanden seines niedrigen Charakters nur vorteilhaft sein, auch wenn er die Qualitäten eines adlig Geborenen niemals ganz begreifen wird. Vermutlich ist das Problem. Aber Mr. Zemo ist ja nur der verrückte Wissenschaftler und nicht derjenige, der jetzt hier große adlige Taten vollbringen wird. Zemo ist ja nur dafür zuständig, hier irgendwelche wahnsinnigen Sachen zu bauen, irgendwelche verrückten Erfindungen, irgendetwas, womit er Captain America und die ganze Welt im Marvel-Universum terrorisieren kann. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt irgendwas verpasst habe draußen. Habe ich fast so das Gefühl, dass ich so ein bisschen was übersehen habe. Aber das ist hier ein ganz großer Irrgarten. Was sind das für Geräusche? So.
schnell zurück. Schön einzeln ausschalten, dann ist es kein Problem. So, komm schon. Ein kräftiger Tritt in den... In den Hintern, wollte ich sagen. Hat den Soldaten auch noch nicht geschadet. So, und jetzt gute Nacht. Und mit diesem vernichtenden Schlag ist die Folge auch schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.